Da war ich zu langsam. Entschuldige, treib's nicht zu weit. Ein Riesentyp hinter dir. Sieh dir den Typen an. Okay. Aber man muss da später wohl noch irgendwie was machen. Was haben wir denn hier? Na Gott sei Dank. Was wäre ein Knast ohne Hanteln im Hof? War kurz davor, mich zu beschweren. Ja, also wirklich. Kannst du die mitnehmen? Vielleicht sollte ich die Zeit für ein kleines Workout nutzen. Na, vielleicht später. Immer dies vielleicht. Der Hinterhof. Ich kann gut verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und den nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen. Stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Ja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Die Leute reden, als wärst du ein richtiges Monster. Stimmt das? Wenn mir das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA Weitspuck-Wettbewerb. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Scheiße, immer dieses Randy. Nein, danke, mir ist gerade nicht danach. Ach. Randy, Randy, Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt, Spuck! Okay, los geht's. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay. Der ist ja wie bei Monkey Island hier. Ach, komm schon. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling. Weißt du was, Randy? Dir fehlt das nötige Etwas. Wenn du hier drin überleben willst, musst du dir Eier wachsen lassen. Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. Okay, und das ist hier der Vertreter, dem wir schon mal geholfen haben. Gefangene, Gefangene, Gefangene. Kann ich mit dir reden? Hey, dich kenne ich doch. Du warst so eine Art Vertreter, oder? Ja, ich habe früher für Wondermatic Industries gearbeitet. Wie auch immer. Du solltest deinen Vorgesetzten mal erzählen, dass euer Zeug echt gefährlich ist. Das wird schwierig. Ich bin gefeuert. Wie kommt's? Tja, ich hatte ein bisschen eine schwere Zeit. Konnte nicht mal ein Heftklammerapparat an den Mann bringen. Ich verlor beinahe mein Haus und hatte Schulden bis über beide Ohren. Aber dann machte ich das Geschäft des Jahrhunderts. Das Geschäft, das jeden Vertreter von Neid erblassen ließ. Ein Geschäft, das sogar den Tod selbst beeindrucken würde. Hm, klingt toll. Tja, naja... Ich brachte den armen Schlucker dazu, fast das ganze Sortiment zu kaufen, aber... Aber? Einer meiner Vorgesetzten kriegte das spitz und kam mir zuvor. Ist nicht wahr. Und was dann? Bin zu ihm hin und hab ihn umgelegt. Ohne Scheiß jetzt? Unter uns ganz so war's nicht. Weißt du, die Leute übertreiben ja gerne. Tatsächlich habe ich ihn kaum berührt. Seine Krawatte verfing sich im Aktenschredder. Was für eine Sauerei. Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Übrigens, der Schredder, war das ein Wondermatic? Ja. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Die Geräte sind echt gefährlich. Aber sowas von. Weißt du, wie man Sprengstoff selber herstellen kann? Weißt du, wie man Sprengstoff selber herstellen kann? Sprengstoff? Sehe ich aus wie jemand, der sich mit Sprengstoff auskennt? Siehst du aus wie jemand, der sich mit irgendwas auskennt? Ja, nie. Nun ja, tut mir leid.
Meinst du wirklich, du solltest mit Sprengstoff rummachen? Ja, der ist nicht für mich, sondern für einen Freund. Na sicher. Kennst du jemanden, der mir weiterhelfen kann? Mit deinem Ruf glaube ich kaum, dass viele Leute überhaupt was mit dir zu tun haben wollen, geschweige denn dir helfen. Nicht alle sind so wie ich. Obwohl... Obwohl was? Vielleicht kannst du Sleazy fragen. Der Typ kann wirklich alles besorgen. Hab ich schon gehört. Okay, was hältst du von dem Laden hier? Was hältst du von dem Laden hier? Tja, gar nicht so übel, wenn man sich etwas eingelebt hat. Erst ist es ziemlich hart. Die Neulinge haben's am schwersten. Was du nicht sagst. Irgendwann vergessen sie dich. Kleiner Tipp, verhalt dich einfach unauffällig. Ich bin immer unauffällig. Ich weiß nicht, ob das möglich sein wird. Ich scheine ja schon einen gewissen Ruf hier drin zu haben. Stimmt. Leute erzählen üble Sachen. Was denn für Sachen? Was habe ich denn getan? Was für Sachen? Komm schon, mach dir keine Gedanken. Vergiss es einfach, oder es wird nur unnötig hart. Du weißt ja gar nicht, wie recht du hast, Kumpel. Kennst du die Typen, die man Schwestern nennt? Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Klar, die sind hier ziemlich bekannt. Aber so freundlich, wie die tun, sind die in Wirklichkeit gar nicht. Tja, naja, versteht sich irgendwie von selbst, oder? Glaub mir, die willst du nicht als Freunde haben. Oh, das glaube ich gern. Ich wollte bloß in die Bibliothek rein und die stehen vor der Tür Wache. Ich komme nicht rein. Dann lass es. Das ist Plan B, aber hier scheint es nicht viel Beschäftigung zu geben und ich muss so langsam echt mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Und weißt du was? Ich helfe dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Ich kann nicht so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenne ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Ist wahrscheinlich irgendein Easter Egg für irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Na dann, bis später. Dann, bis später. Man sieht sich, Neuling. So, habt ihr denn noch was zu erzählen? Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Das ist alles? Mann, du wirst immer schlechter. Motherfucker. Weiß gar nicht, was ich falsch mache. Hey, gib nicht auf, Neuling. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du wüsstest, was ich hier schon alles erlebt habe. Hey, wisst ihr noch, der Typ, der immer Buttermilch getrunken hat, um die Spucke anzudicken? Ha, wie hieß der noch? Das war Johnny Knives. Genau. Der Bastard hat eine Menge Rekorde gebrochen, damals. Und was ist mit Lester? Der Typ war ein Mathe-Genie. Und Mann, oh Mann, wie der das für sein Spucken eingesetzt hat. Wie bitte? Er hat beim Spucken Mathe benutzt? Mensch, Neuling, Spucken ist nicht so einfach, weißt du? Man muss auch mal ein Köpfchen benutzen. Der Typ konnte die Erdbeschleunigung zu seinem Vorteil nutzen. Und so Bradleys alten Rekord brechen. Ja, ja. Das war wirklich Hochleistungssport vom Feinsten. Ja, okay, gut. Wir haben ja auch Platten, die ich benutzen kann. Kann ich nicht hochheben. Zu schwer. Ich wette, diese Platten sind hier schon länger als der gesamte Knast. Das ist möglich. Ich wette, diese Platten sind... Kannst du die hochheben? Kann ich nicht hochheben. Okay. Kann ich nicht... Okay. Hier? Kann ich nicht... Gut, geht's hier noch irgendwo hin? Tribüne? Wenn's hier Tribünen gibt, muss es auch eine Menge Veranstaltungen geben. Mhm. Vermutlich haben die alle irgendwie mit Spucken zu tun. Nein. Kannst du die mitnehmen? Hier ist jetzt nicht nach Sitzen. Okay. Gut, dann haben wir hier soweit alles. Dann lass doch mal schauen, was wir sonst noch so machen. Wir haben jetzt hier unser in Anführungszeichen Passwort, mit dem wir dann vielleicht hier an den Schwestern vorbeigehen können. Oh, Bruno ist weg. Krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Okay, kannst du das Kissen mitnehmen? Nee, brauche ich nicht. Okay.
Ein Waschtab. Der war in der Tasche von der Gefangenenkluft. Okay. Kannst du das Gefangenen-Dings mit Kissen ohne Bezug? Nein? Okay. Das Glas mit Loch. Damit verbinden? Geht nicht. Da ist ein Loch im Glas. Ja, sowas aber auch. Okay, kannst du da Waschmitteltablette drin auflösen? Aus welchem Grund auch immer? Lieber nicht. Okay. Ich hab schon lange nicht mehr nach. Okay. So, die Schwestern. Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Was denn noch, Frischfisch? Klar, Tuberada Nikto. Okay, dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du da? Klaatu Barada Nektai? Nektar? Nickel? Ah, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Klaatu Barada Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt, die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir umspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Bob. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Nein, ich verzichte. Ein Kuss? Vergiss es. Das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Ja, okay, gut. Ich gehe jetzt in die Küche, jetzt wo hier auf ist. Guten Morgen. Ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus! Okay, Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Du weißt gar nicht, warum. Gut. Bruno kann mich jetzt schon nicht leiden, das ist schon super. Dann gehen wir doch nochmal zum möchtegern Versicherungsvertreter. Und. Ja, dann. Fragen wir ihn mal, hey. Na, sieh mal, wer da kommt. Oh. Wenn das nicht unser Freund Randy ist. Nein, ich bin nicht Randy. Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir seinen Necronomicon gezeigt? Nein, und seinen Arsch auch nicht. Nein, und seinen Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Arsch mit Haar gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs? Der Neue ist frigide. Was soll ich sagen? Ist einfach nicht mein Ding. Entspann dich, Junge. Wir machen nur Spaß. Box geht uns voll am Arsch vorbei. Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Er ist einer von uns. Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Also so seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner. Wir sind noch nicht fertig. Entspann dich. War doch bloß ein Spaß. Jetzt habe ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern.
Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussball-Date anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Ja, ist ja gut. Wie läuft's mit dem Wettbewerb? Wie läuft's mit dem Weitspuck-Wettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Warum nennt ihr ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Dachte, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratis-Tipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert. Es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Verstehe. Bruno ist hier der Koch. Und wenn der Spitz kriegt, dass du sein Essen schlecht machst, kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Mach ich. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Ja, nö. Ich will mit dir reden. Ich hab hier so ein Hühnchen zu rupfen. Ich brauche nicht mehr Nerven. Okay, gut. Dann kann ich auch gehen.